Deutschland hat die weltweit zweitgrößte Volksvertretung. Nach China. Dabei unterscheiden sich die beiden Länder nur geringfügig mit knapp 1,3 Milliarden Einwohnern. Über 700 Abgeordnete sitzen heute im Bundestag und der droht bei der nächsten Wahl noch größer zu werden. Die Ursachen für diese Vergrößerung, was diese Entwicklung kostet und was die CDU nun für einen Lösungsvorschlag macht, in diesem Video. Der Bundestag wird also immer größer. Statt der eigentlich vorgesehenen 598 sitzen seit der letzten Wahl 709 Parlamentarier im Reichstag. Und all diese Abgeordneten wachsen natürlich nicht auf Bäumen. Ihre Anzahl ergibt sich aus unserem aktuellen Wahlrecht. In Deutschland haben wir bei der Bundestagswahl zwei Stimmen, wobei die Zweitstimme eigentlich die wichtigere ist. Mit ihr wählen wir nämlich eine Partei. Aus dem Anteil der Zweitstimmen dieser Partei ergibt sich dann die Anzahl ihrer Sitze im Bundestag. Oder anders formuliert, so viel Prozent, wie die gute Bettina Schausner am Abend für eine Partei vorliest, so ist auch ihr Anteil der Sitze im Bundestag. Darüber hinaus haben wir aber noch die sogenannte Erststimme. Hier wird ein bestimmter Politiker aus dem eigenen Wahlkreis gewählt. Von diesen sogenannten Direktmandaten gibt es 299 Stück. Der Sinn dahinter? Es wird eine Person gewählt, die auch die lokalen Interessen im Bundestag vertreten soll. Die Sache hat jetzt aber einen Haken. Durch die Kombination aus Erst- und Zweitstimmen kommen von großen Parteien mehr Abgeordnete in den Bundestag, als sie aufgrund der Zweitstimmen eigentlich zustünden. Durch die Direktmandate haben einige Parteien also einen Überschuss. Aber soll nicht eigentlich die Zweitstimme das Verhältnis der Parteien im Bundestag festlegen? Richtig, und genau deswegen gibt es die sogenannten Ausgleichsmandate, um dieses Verhältnis zu wahren. Kleine Parteien wie FDP, Linke, AfD und Grüne, die keine oder kaum Direktmandate erlangen, bekommen dadurch ebenfalls mehr Sitze im Bundestag. Dieser Ausgleich führte bei der letzten Bundestagswahl dazu, dass sich unsere Volksvertretung dermaßen aufblähen konnte. Und so eine große Volksvertretung hat ihren Preis. Jeder Abgeordnete erhält eine Kostenpauschale von rund 4.400 Euro monatlich. Davon soll er unter anderem den Zweitwohnsitz in der Nähe des Parlaments und Fahrten innerhalb seines Wahlkreises finanzieren. Laut dem Bundesrechnungshof sind 2019 für den gesamten Bundestag Kosten in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro vorgesehen. Zulasten des deutschen Steuerzahlers. Laut einer Hochrechnung des Portals election.de Ende 2018 ist keine Besserung in Sicht. Den derzeitigen Umfragen nach würden statt 598 sogar 785 Sitze im Bundestag zustande kommen. Da die CDU nahezu konkurrenzlos in vielen Wahlkreisen Direktmandate gewinnen würde, hätte sie 57 Überhangmandate. Und diese Überhangmandate müssten, wie wir jetzt wissen, bei den anderen Parteien ausgeglichen werden. So geht's ja wohl nicht weiter, sonst landen wir in ein paar Legislaturperioden noch vor China auf Platz 1. Aber eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Erst Anfang April scheiterte ein Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die Wahlkreise zu reduzieren und teilweise auf Ausgleichsmandate zu verzichten. Und auch sein Vorgänger Norbert Lammert war mit einem Reformversuch erfolglos. Die Ursache dafür liegt in unserer Parteienlandschaft. Natürlich wollen die Parteien mit vielen Direktmandaten nicht, dass die Zahl der Wahlkreise reduziert wird. Und auf der anderen Seite stellen sich die kleineren Parteien mit wenig Direktmandaten quer, wenn die Zweitstimme weniger Gewicht bekommen soll. Keiner möchte eine Reformierung des Wahlrechts auf seine Kosten. Und das passt in den Lösungsvorschlag, den die Union nun präsentiert. CDU-Haushaltspolitiker Axel Fischer schlägt vor, 299 Abgeordnete direkt über die Erststimme in den Bundestag zu wählen. Die anderen 299 freien Plätze sollen dann über das Verhältniswahlrecht der Zweitstimme ermittelt werden. Heißt im Klartext, mehr Gewicht für die Direktmandate. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Denn bei der letzten Bundestagswahl gingen 77% der Wahlkreise an CDU/CSU. Der Vorschlag von Fischer würde nun bedeuten, dass die Union im Bundestag die absolute Mehrheit erreichen könnte. Die großen Parteien würden also zulasten der kleineren Parteien gestärkt. Herr Fischer, das kann es ja wohl auch nicht sein. Und was sind jetzt die Alternativen? Wenn man sich Frankreich oder Großbritannien als Vorbild nimmt, dann hätten wir ein reines Mehrheitswahlrecht. Das würde aber bedeuten, dass es keine Zweitstimme mehr geben würde. Nur noch die Gewinner der Wahlkreise würden in den Bundestag einziehen und die kleinen Parteien wären fast nicht mehr existent.
Möglich wäre aber auch, einfach doch die Anzahl der Wahlkreise zu reduzieren. Wenn die Zweitstimme 60% der Abgeordneten ausmacht und die Erststimme 40%, dann sind Überhangmandate gar nicht mehr möglich. Dagegen sperren sich aber eben die großen Parteien. Wenn jedenfalls nicht bald eine Lösung auf den Tisch kommt, wird das Problem in die nächste Legislaturperiode verschoben. Und im schlimmsten Fall haben wir dann einen Bundestag mit über 800 Abgeordneten. Und durch die Unsummen, die dadurch verschlungen werden, wird das Vertrauen in dieses System nicht gerade gestärkt. An dieser kostenintensiven Entwicklung muss auf jeden Fall gefeilt werden. Oder nicht? Sollte eurer Meinung nach das System der Erst- und Zweitstimmen gleich ganz abgeschafft werden? Immerhin ist das ein Relikt aus der Zeit der dominanten Volksparteien. Wäre es da nicht eigentlich einfacher, die Anzahl der Wahlkreise zu verringern? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal.